Herzlich willkommen bei Autohub, herzlich willkommen zu einem, sagen wir es mal, eine Sondersendung. Und Flo, du bist dran schuld, ne? Das weißt du? Als wir das Video mit dem GLA gemacht haben, hat der Flo dann irgendwann gesagt, was ist denn, wenn man eigentlich eine Klasse höher dann geht? Oder ich weiß nicht mehr genau, was wir gesagt haben. Auf jeden Fall hast du gesagt, na, da könnte man ja auch schon zu dem GLC hochkommen. Und dann hast du angefangen, deinen Wunsch GLC zu konfigurieren, richtig? Ja. Richtig. Und ich habe mir gedacht, Wunsch GLC, GLC, Mercedes, lass mal, da war doch was. Ach ja, richtig. Ich weiß, dass mindestens zwei der stetigen Autohub-Zuschauer einen GLC fahren. Und das Spannende an der Baureihe ist ja, die Preisspanne geht vom günstigsten, dem GLC 200 4MATIC mit dem Basisbenziner, von 48.141,45 Euro Liste über, ich meine, du warst so bei 62 irgendwas für deinen Plug-in-Hybrid, den du haben wolltest, bis hoch zu lockeren 145.501,30 €, wenn du einen GLC 63 AMG plus Schlag mich tot 4MATIC nimmst. Lustigerweise haben wir tatsächlich auf das Video einiges an Feedback bekommen und es sind gleich drei Autohub-Zuschauer, die analog meiner Geschichte, ich immer sage, die Autohub-Zuschauer sind alle so alte Säcke wie ich. Als wie ich? Heißt es als wie ich oder wie ich? Als da wo. Als da wo. Die haben sich gemeldet und haben sich bereit erklärt. Da habe ich überlegt, wer kann denn das Thema noch besser erklären, außer mir, als die Fahrer der Fahrzeuge. Und deswegen kann ich euch in diesem Video also drei GLC präsentieren. Drei völlig unterschiedliche GLC. Nicht nur wegen der Farbe. Nein, auch die Motorisierungen sind höchst unterschiedlich. Wir haben den großen Diesel, wir haben einen Plug-in Hybrid, wir haben einen klassischen sportlichen V6 Turbomotor dabei und wir haben die drei Besitzer zu dem Auto und die erzählen uns jetzt, warum sie den jeweils für sich passenden GLC genau so gekauft haben, wie sie ihn gekauft haben. Da ist meine Lieblingsfarbe, das wisst ihr bei Mercedes-Benz. Ich bin ja der Typ Hyazinthrot. Wie war der Nachname? Beugi? Beug. Ja, Beug. Beug, ja. Darfst du Beugi zu mir sagen, hab ich dir gesagt. Ich darf ja auch Habi sagen. Ich überlege gerade, der kann doch nicht Beugi heißen. Mein Name ist Marco, bin 56 Jahre alt. Darf ich ganz kurz, ich muss unterbrechen, alte Säcke. Alte Säcke TV. Alte Säcke fahren Diesel. Ich bin der Ingo Kraus, komm, wenn man sagen darf, aus Offenbach. Offenbach. Es ist immer wieder ist es genau, Offenbach. Das musste jetzt sein. Ja, jetzt ist EQ Power, Thorsten. Ich bin Thorsten Beuk, IT-Berater aus Wiesbaden, aus der schönen Landeshauptstadt. Und habe hier meinen Hybrid mitgebracht. Den wollen wir mal zusammen angucken. Ich muss sagen, ich bin verliebt in das Auto und das bin ich auch heute noch nach zwei Monaten, wo ich ihn jetzt fahre, und super schön. Und warum musstest du ihn in den Schwarz nehmen? Das ist kein Schwarz. Was ist das? Wie nennt sich das? Kobaltgrau Metallic. Okay. Warum musstest du denn den Kobaltgrau Metallic? Den musste ich nehmen, nicht nehmen, aber mir hat das sehr gut gefallen. Ich habe auch Angst davor, also so in Blau oder Rot zu gehen. Ja, also ich muss jetzt. Der Hyazinthrote wäre dir zu. Nein, ich finde diese Farbe super geil und auch ich glaube auch das Blau hätte mir sehr gut gefallen, aber ich hatte einfach Angst davor, wie es wirklich wirkt. Weil ich aber du weißt, Männer mit kurzen Haaren dürfen ruhig auch auffällige Autos fahren. Ja, ich trage dann meistens auffällige T-Shirts. Ja. Einverstanden. Wenn du dir die anderen Autos anschaust, bereust du, dass du Altherren, Lockengrau, das Mojave Silber. Ach so, finde ich schon ganz gut. Es war eben nicht, da ist ja noch die Idee einer Farbe drin. Es ist jetzt nicht silbergrau, anthrazit, schwarz. Ja. Das Rot
so wie es jetzt gerade aussieht, sehr schön. Aber uns, wir haben es live gesehen beim Autohändler draußen stehen. Da schien die Sonne so komisch drauf, da sah das so orange aus. Deswegen hat es uns da nicht gefallen. Okay. Und was anderes gab es nicht. Also das ist soweit in Ordnung. Das Schwarz, was kein Schwarz ist? Ich hatte vorher zweimal schwarze C-Klassen, deswegen schied schwarz aus. Okay. Also den finde ich so ganz in Ordnung mit dem Night-Paket, kein Chrom dran. Und irgendwann habe ich mal Natura genau dieses Fahrzeug in dieser Farbe gesehen. Aha. Und da habe in der Sonne? In der Sonne. Und da habe ich gesagt, scheiß auf Mercedes. Da habe ich gemeint, ich will diese Farbe haben. Und da bin ich dann von Mercedes zu Mercedes, habe die Online-Plattform abgeguckt, aber man hat die Farbe so gut wie nicht gefunden. Okay. Weil ich hatte dann eigentlich nur einen Anspruch. Ein GLC hat mir so als Gesamtkonzept super gefallen, so in der Farbe. Ja. Und da war mir erstmal der Motor relativ egal. Okay. Da habe ich gesagt, egal ob Diesel, dann kam natürlich das Diesel-Date, wo ich gesagt habe, okay, aha, Diesel muss nicht sein. Ja. Dann habe ich gesagt, okay, bleibt ja noch der 350e. Ja. Oder halt die Benzinerpalette. Ja. Und habe ich mich da mal so durchgetestet. Ein 350e gab es damals gar nicht. Dann konnte mir kein Mercedes-Händler besorgen. Ja. Die waren auch so ehrlich, haben gesagt, wir können, wenn sie jetzt aus dem Katalog bestellen, noch nicht mal sagen, ob ich das Ding überhaupt bekomme. Ach Quatsch. Ja, und da habe ich gesagt, okay, teste ich mal die ganzen Benziner durch. Ja. Da habe ich dann mit den Kleinen angefangen, habe ich gemerkt, okay, die ziehen die Wurst nicht vom Teller. Dann bin ich auf 6 Zylinder, habe ich gesagt, okay, ist halt ein AMG. Ja. Und da habe ich dann den Probe gefahren und da habe ich gesagt, okay, fahrtechnisch ist es. Und dann habe ich so gesagt, okay, wenn ich dann diese Farbe bekomme, plus so 2, 3 Gadgets, wo ich gesagt habe, die möchte ich eigentlich haben wie... Was, genau, das ist ja so ein Thema gewesen mit Flo auch. Was ist denn dein Must-Have-Gadget gewesen fürs Auto? Neben der Farbe war für mich extremst wichtig die Standheizung. Aha. Obwohl es ein Garagenfahrzeug ist, aha, war aber für mich, sage ich mal, die Standheizung wichtig, weil wir fahren im Sommer gerne nach Südfrankreich. Aha. Deswegen soll das auch langstreckentauglich sein, wo ich gesagt habe, wenn dann die ganzen Assistenten drin sind, so Frankreich, Autobahn 130, dürfte entspannt sein. Und da hatte ich dann die Erfahrung gemacht, im Sommer mit Standheizung, wenn das Auto so aufgeheizt ist, knallerheiß, wenn man so aus dem Café rauskommt, so 10 Minuten vorher, kluck, anschalten, die heiße Luft rausgepustet. Ja. Da ist zwar immer noch warm drin, okay, aber selbst im Sommer ist es dann nicht so, dass man dann so die Luft rauswabern sieht, yeah, wo ich gesagt habe, das war so ein Must-Have. Okay. Dann habe ich gesagt, beim GLC, gerade zu der Farbe, habe ich gesagt, ist ein Must-Have für mich, das Panoramaschiebedach. So weil als dann Kontrast, alles Schwarzdach ist. Genau, ja, dass es einfach so ein kleiner Kontrast noch ist zum Gesamtrot. Diesel ist es geworden. Es muss das maximal komfortable Reiseauto sein. Und da geht halt in meinen Augen nur der 6-Zylinder-Diesel. Ich kam vom 6-Zylinder-Diesel, der leider nur Euro 5 war. Mhm. Und der ist es dann geworden, weil Mercedes ein sehr faires Ankaufangebot für meine C-Klasse mit dem 6-Zylinder-Diesel gemacht hat. Und deswegen maximaler Komfort, Luftfahrwerk, Diesel, Multifunktions-, Kontursitze. Also, auf jeden Fall, die andere Frage, die ich immer dazu gestellt habe, es ist nicht dein erster Mercedes. Nein. Bist du schon immer Mercedes gefahren? Fast immer. Warum? Du wirst lachen, mein Vater hat bei Volkswagen gearbeitet und ich habe trotzdem die erste C-Klasse gekauft. Ich habe neulich extra nochmal geguckt für 53.000 Mark. Ja. Ein C180, obwohl ich dafür ein Audi 80, hieß der damals noch, mit 6-Zylinder Benziner über meinen Vater hätte bekommen können, weil der Mercedes das bessere Auto war. Ja, für mich hat sich die Frage gestellt, weil ich ein neues Dienstfahrzeug kriegen konnte, ja, für welche Fortbewegungsart ich mich entscheide. Ich hatte vorher einen Diesel gefahren, ja, und war aber immer schon dran interessiert an Elektromobilität und so weiter. Und dann habe ich gedacht, vielleicht mal ein Hybrid. Ich habe immer nur relativ kurze Wege, die ich fahre zur Arbeit, hin und zurück und auch im Umkreis, wo ich fahre, sodass ich ein Hybrid eigentlich anbieten würde. Aber warum ein Mercedes? Ja, ursprünglich wollte ich was ganz anderes, aber ich hatte mir erst den XC40 angeschaut, den wollte ich als Recharge haben,
Aber irgendwie war das kein Auto für Erwachsene. Der war uns zu eng, oder? Ja, das war kein Auto für Erwachsene. Ja, stell dir mal vor, du und ich in einem XC40. Ja, dann schleift der auf den Boden. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Wenn du das Auto jemandem empfehlen würdest, welche Ausstattungsdetails sagst du, müssen auf jeden Fall in das Auto? Oder was hast du gesagt, muss in dein Auto auf jeden Fall? Wie gesagt, das Auto ist wirklich nur auf Komfort ausgelegt. Ja. Und da reicht der Motor, das Luftfahrwerk. Du weißt, dass es auch kleinere Motoren gibt. Gibt kleinere Motoren. Also gäbe es ein Tempolimit, hätte ich auch kein Problem mit einem 220er Diesel. Okay. Das heißt, du wolltest jetzt auch den Groß, weil du hast ja tatsächlich... Man fährt halt unglaublich hohe Durchschnittsgeschwindigkeiten mit sehr geringem Lärm. Ja. Also wenn ich da 240 auf dem Tacho stehen habe, dann sind das kaum 3000 Touren, wenn überhaupt. Also ja, du hast ja nach dem Mopf kam hier der Rhein-6er Diesel rein, der OM... 656 oder so? 656, genau, 6 für... Und 656. Oh Gott, wann habe ich dieses System? Das heißt, du hast ja den. Man sieht das gar nicht so an der Haube. Man könnte fast meinen, da war immer noch der V6 drin. Das heißt, die haben immer noch dieses ja. V-Design drin. Aber das ist ja der rein Sechszylinder, der hochmoderne. Und kombiniert mit dem Neungang-Automat und Allradautomatik, Allradantrieb. Ja. Ich habe alle für verrückt erklärt, im ersten Moment wegen der Farbe. Weil wir gesagt haben, wenn du nach 2 Jahren verkaufen willst, ich meine, es kann sein, dass ich nach 2 Jahren einfach ein anderes Auto möchte, warum auch immer. Und es kann sein, dass ich irgendwie mein Chrysler nie was dran. Für echt? Mich, so wie er jetzt dasteht, auch vom Innenraum, so eine für mich zeitlose Optik. Nicht so die Hightech-MBOX-Displays, die sehen zwar schnittig aus. Ja. Aber ich bin dann eher so jemand vom Chrysler her noch, wo ich sage, so ein bisschen zeitlos. Und ich habe so das Gefühl, wenn ich da so in 5, 6, 7 Jahren drauf schaue, ist es noch nicht so überaltert. Okay. Die Form ist nicht so eckig, hat so ein paar Rundungen. Wenn ich mal so die Fluchtlinien da so drauf schaue, auch die Motorhaube, wo ich gesagt habe, ich kann mir vorstellen, wie mein Chrysler 16, 17, 18 Jahre, weil jetzt gerade durch Downsizing, was hier angesagt ist, so die nächsten AMG. Naja, Downsizing bist du ja jetzt nicht betroffen. Du hast den 3 Liter, der genau. hat 360 irgendwas 367 PS. 367 PS. Und da habe ich mir gesagt, in 6, 7, 8, 9 Jahren wenn sich vielleicht so ein paar nach dem Sechszylinder die Finger lecken, werde ich vielleicht auch froh sein, dass ich noch einen Sechszylinder fahre. Mhm. Und sehen kann sein, dass ich den eigentlich bis zum 316, das ist relativ früh von der Baureihe. Ich muss gerade überlegen, 315 meine ich, kamen sie raus, sind 6 Jahre jetzt genau, her, meine ich. Das heißt, du hast auch noch 7 Gang. Oder hatte der auch schon 9-Gang-Automat? Der hat schon 9-Gang. Okay, dann haben sie alle 9-Gang bekommen. Der hat schon den 9-Gang. Okay. Thermodronic für hinten. Bobo-Heizung für hinten, ja. Burmeister. Du hast, obwohl du getöntes Glas hast, auch nochmal die Vorhänge. Genau. Die Gardinen. Genau, du hast voll TFT-Display drin. Du hast MBUX-Widescreen drin, nach Mopf. Du hast elektrische Sitzverstellung, jawohl, mit Memory. Elektrische Heckklappe. Ja, ist eigentlich nichts drinnen. Was? Da war eigentlich meine Frage, welches Ausstattungsfeature brauchst du für das Auto auf jeden Fall, war überflüssig, weil du hast sie alle genommen. Ein Komfortfeature, das hatte ich allerdings auch in der C-Klasse schon, ist ganz starr, klar die Geschwindigkeit der Radarsensor. Distronic. Okay. Funktioniert jetzt auch gut, funktionierte bei der C-Klasse noch nicht. Da hat er immer den Anker geworfen, aha, wenn sich einer vor mir einsortiert hat. Und der guckt ein bisschen hin und merkt, dass das kein Problem ist. Also das ist Komfort. Ja gut, gegen die 9-Gang-Automatik kann man sich sowieso nicht wehren. Du bist schon sehr technikfokussiert auch, ne? Also du redest vom Distronic, du redest vom 9-Gang-Automat, du redest vom Motor. Gibt es denn irgendwas im Auto oder irgendein elektronisches Gadget, wo du sagst, das brauchst du auf jeden Fall in der Zukunft, heutzutage? Zum Beispiel der Spurwechselassistent ist einfach nur alberner, dummer Quatsch. Also wenn ich diese teilautonome Fahrerei mache, ja, kann ich Blinker links betätigen. Ja. Und dann würde das Auto automatisch die Spur nach links wechseln und dann wieder nach rechts zurück. Und das ist schon notwendig, oder?
Völliger Schwachsinn. Also genauso, ja. Was mich jetzt wieder stört, dieses Teilautonome, dass er so meinetwegen 15 Sekunden lang fahren würde. Ja. Ich nehme nicht mal die Hände vom Lenkrad und trotzdem meckert er mich an. Ja, ja. Da muss ich zwangshaft für ihn ein bisschen deutlich schiggern, ja, damit es wieder gut ist. Das wird ja jetzt mit den neuen Autos besser. Die haben ja dieses Kapazitive. Ganz genau. Da will ich sagen, einwandfrei. Ich will gar nicht meine Hände vom Lenkrad nehmen. Wo soll ich sie lassen? Ja, ja, genau. Na, ich habe schon manchmal eine Idee, was ich machen könnte mit den Händen. Ja. Bist du zufrieden mit deinem Auto? Sehr. Sehr? Sehr. Ist das dein erster Mercedes? Ja, das ist mein erster Mercedes. Wie gesagt, ich bin vorher von Jeep rübergekommen, hatte mehrere Jeeps gehabt und das ist jetzt der erste Mercedes, aber ich bin super zufrieden. Ich meine, es sind jetzt erst etwas über 2 Monate, aber man merkt schon, dass die Qualität eine sehr, sehr große Rolle bei Mercedes spielt. Der ganze Komfort beim Moment, beim ganz Fahren. Kurz, ganz kurz, ganz kurz. Habe ich dich dafür bezahlt, dass du sowas sagst? Ja, das ist das Problem, nein. Mhm. Okay. hätte ich das verändern können? Ja. Hast du leider nicht. Ja. Also ganz ehrlich, Komfort ist der Hammer. Ja. Also das okay. Muss ich wirklich sagen, ich fahre den sehr, sehr gerne. Fahre auch sehr, sehr, habe einen sehr hohen Anteil an elektrisch, habe ich ja schon gesagt. Genau, ja. Wir blenden das mal ein. Du nutzt das, die Idee des Plug-in-Hybrids komplett aus. Du lädst zu Hause elektrisch und fährst die meiste Zeit in den Kurzstreckenbedarf eben elektrisch mit dem Auto. Richtig. Und nutzt das richtig aus, ja. Man muss aber auch sagen, wenn du das nicht machst, dann führst du eigentlich, also der Spritverbrauch im Benziner-Modus führt eigentlich Hybrid ad absurdum, wenn du den nutzen musst. Und das war mir von vornherein klar. Ich habe daheim eine eigene Wallbox. Jawohl. Das heißt, ich lade zu Hause. Ja. Und damit bietet sich das an. Und wie gesagt, ich fahre im Schnitt am Tag vielleicht 25 Kilometer und da ist das überhaupt kein Thema. Du hast Adaptive Light und alles Chrom in Schwarz. Sieht sehr schön aus. Wie bist du mit dem Licht zufrieden? Sehr. Sehr zufrieden. Also ich habe noch nie ein so helles Licht gehabt wie bei dem. Hab zwischendurch auch mal ein Video dazu gedreht. Wenn du willst, kann ich dir das mal rüberschicken. Ja, kannst du mal, also es ist echt irre, die Ausleuchtung, wenn man in den Wald fährt, ist unfassbar. Warum fährst du nur in den Wald? Nur mit deiner Frau? Ich fahre gerne mal in den Wald. Ja, genau. Ja, okay. Gut. Wir fahren gerne mal in den Wald, wenn wir auch mal spazieren gehen oder sowas. Und jetzt das Video, was ich da gedreht habe, war einfach mal, um den Menschen zu zeigen, wie das wirklich ausleuchtet. Ja? Wie der Fächer aufgeht und auf einmal den Wald quasi das Licht anklipst. Ja, genau. Was man bei so einem Auto mit Vollausstattung schön sieht, ist, dass dann in der Mittelkonsole jeder Knopf auch wirklich belegt ist mit einem Symbol. Ne? Ja. Jeder Knopf bekommt eine eigene Funktion. Alleine dafür lohnt es sich, Vollausstattung zu wählen, dass man nicht so viele Blindknöpfe hat. Ja, ich habe natürlich auch dann Esche genommen, Esche offenporig. Ich weiß, ich hatte damals ein Live, also dieses Probefahrzeug war mit dem Klavierlack in der Mitte. Ja. Oh Gott. Was sagst du immer, diese Zusatzoption mit diesem? Wir müssen unbedingt Mikrofaser. Wir müssen das Mikrofasertuch in den Shop nehmen. Aber das Läschen, die bei den Pressefahrzeugen legen, die das Mikrofasertuch immer schon dazu. Ja. Thema MBUX. Aber gut, du sagst, du arbeitest in der IT. Ja. Ist das jetzt ein HMI, mit dem du zufrieden bist? Ja, bin ich. Womit ich nicht zufrieden bin, ist die Software auf dem Handy vom diese Mi Connect-Thematik. Ja. Also die haben sie aber auch schon dreimal geändert irgendwie. Ja, die Problematik ist eine andere, wenn du ein Problem hast. Ich habe jetzt seit sechs Wochen das Problem, dass die Vorheizung, also diese Vorklimatisierung, nicht ad hoc startbar ist. Aha. Also ich muss immer hingehen, muss dann irgendeine Zeit einstellen, damit er losläuft. Aha. Aber ad hoc zu sagen, heiz jetzt vor, geht auf einmal nicht mehr. Ja, aber findest du, das muss man erwarten bei 97.000 Euro? Ja, nee, natürlich nicht. Aber ja, ich finde doch, wenn man sagt, das Beste oder nichts, dann möchte ich das haben. Und 6 Wochen mit einem Support hin und her zu schreiben, der teilweise unfähig ist, den die gar nicht verstehen, haben, was man von ihm will, einen, schon wir hat. Haben einen sehr, sehr guten Draht zum IT-Bereich. Axel, wenn du das Video siehst, melde dich doch einfach nochmal bei mir. Das kann ja sein, dass ich das vergesse, dir rüber zu schicken. Aber Axel, wenn du das Video siehst, melde mich nochmal, weil ich glaube, du kennst jemanden, der ihm wiederum weiterhelfen kann. Also das ist das beste Auto vom Fahren und vom Komfort und so. Du hast auch und Luftfederung. Luftfederung, ja. Es ist das Schlechteste, was die gesamte Software angeht. Also wenn ich da dem leitenden Ingenieur, ich könnte ihm gerade nur an der Backe schlagen. Ja, aber du hast doch das hochmoderne MBUX drin. Das denkt man.
Und das wird einem so angepriesen, aber das MBUX, was ich drin habe, ist ca. 20% von dem MBUX, was in der A-Klasse drin ist. Ah ja, 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 genau, okay. Na ja, gut. Ich kann dir zeigen, wenn ich jetzt, es gibt Profile, man legt sich... Komm, zeig mal, was dich stört. Liebe Mercedes-Benz Presse- und Produktabteilung, das sind Käufer eurer Fahrzeuge. Ich würde an dieser Stelle jetzt wirklich, wirklich gut zuhören. Ich kann hier Profile einrichten. Mein Profil, da sieht man sogar ein Bildchen von mir, ist ein Riesenakt, das da reinzukriegen, nicht sehr bedienerfreundlich. Und hier wäre jetzt meine Frau. Das wird dann angewählt. Du bist mit der Queen verheiratet? Ja, das ist ihr Name, die Königin. Ach so, okay. Aber wenn ich dann wieder zurück will, ich weiß nicht, ob es jetzt passiert, da verändern sich Einstellungen an Sitz und Lenkrad. Ja. Das ist eine Warnung, die ich kriege. Ja. Aber da verändert sich nichts am Sitz oder am Lenkrad, weil das findet hier statt. Ach Quatsch. Das ist seit über einem Jahr, hätte man das ja mal beheben können. Es ist ja ein Softwarefehler. Naja, andere Hersteller aus Fremont würden das over the air machen. Ja, aber das ist ja nun noch eine ganz andere. Aber das sind so Sachen, wo ich sage, die gesamte Software ist einfach ein Scherz. Okay, aber das, Moment. Da ist so viel Schlechtes drin. Es ist gar nicht da drin gespeichert? Das Profil speichert eigentlich, das kann man sich... Ja, aber ich dachte, so funktioniert das. So ja, ich dachte auch. So wird es einem erzählt. Das Einzige, was ich davon habe, ist, das speichert meinen Radiosender und nicht den von meiner Frau. It's a small step for Sindelfingen and an even smaller step for you. Ja. Okay, auf jeden Fall hat er Sitzlüftung und Sitzheizung drin. Da sind wir uns aber beide auch einig, das ist das Beste, was man kaufen kann. Toll. Sitzlüftung, Sitzheizung gleichzeitig anmachen in so einem Auto ist schon sehr geil. Wir wollen ja auch nicht immer nur negativ sein. Nee, aber das hat, wie gesagt, das hat nichts mit der Software zu tun. Ja, ja, genau. Alles andere, Sitzen, Fahren und so weiter, ist einfach nur Premium. Das Einzige, was ich halt gemacht habe, waren halt so ein paar kleine Gimmicks, wo ich gesagt habe, okay, ja, was hast dafür, dass es ein AMG ist, habe ich gesagt, so ein bisschen individualisieren. Das fängt halt vorne an mit dem Panamericana-Grill, wo ich gesagt habe, der Grill ist nicht serienmäßig. Der kam nämlich später erst. Teure Felge, ja. Spur, Distanzscheiben drauf, sieht man hier vorne sehr gut. Interessant wird es dann eigentlich erst hinten, dass man im Winter auch Spaß an der Optik hat. Das sind 50 mm pro Seite Spurplatten. Also das sind wirklich Backsteine, dass die Reifen einigermaßen rauskommen. Ich habe vorhin drauf geschaut und habe überlegt, ist das wirklich eine Distanzscheibe, das Schwarze? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Wenn du bei Metzger nach dem Leberkäsebreck fragst, darf es ein bisschen mehr sein? Und hier bei der Distanzscheibe darf es ein bisschen mehr sein. Merkst du davon was? Nein. Nee, merkst du nichts. Also auch keine negativen Klappern und so weiter. Weil du hast ja jetzt auf der Hinterachse 10 cm mehr Spurweite. Und das Fahrwerk muss es ja, aber du hast Luftfahrwerk. Genau. Das also da merkt man nichts, aber das war 50 schon Minimum. Ja, aber jetzt steht er ja tatsächlich mit seinen Winterschluffen. Wenn man den sich so von der Seite anschaut, schon sehr... Deswegen die Sommerreifen, die Sommerfelgen sind auch von AMG, Standarddesign. Da sind dann hinten nur 30 mm pro Seite drauf. Okay. Aber es ist natürlich halt hinten dann 9,5 mal 20. Ja, ja. Der Seitenschweller, serienmäßig, geht unten so rein. Ja. Da habe ich gesagt, lasse ich mir halt dann ganz normal... Die Finne drauf. Die Originalen vom 63er, die Seitenschweller halt montieren. Ach so, okay. Das sind jetzt die vom 63S. Aha. Da ist die Besonderheit, dass die halt die chromfarbene Blende drauf haben. Keramikversiegelt hast du mir vorhin mal erzählt. Das dann, sieht man am Lack schön. Das genau. Ist wirklich, ich hatte das Glück gehabt, wie geleckt, dass da jetzt nicht viel Kratzer oder sowas waren vom Vorbesitzer. Einmal aufpoliert, dann Keramik versiegeln lassen. Super. Und das war das, was ich außen gemacht habe. Innen hast du auch noch rumgespielt. Innen sind da so zwei, drei Gimmicks. Wenn man die Vordertüren aufmacht, sind ja normalerweise nur die Leuchten da. Ja, und ich habe mir die einbauen lassen, halt mit dem schönen AMG-Logo. Okay. Das hat mir halt einfach gefallen. Das ist jetzt, sage ich mal, jetzt nicht so die Welt vom Kostenfaktor her. Ja. Aber das fand ich ganz schnittig irgendwie, gerade so im Dunkeln, wenn man dann so das AMG-Logo hat. Oder auch vom Lenkrad, wo ich dann die Lenkradspange habe tauschen lassen, dass man halt einfach so... AMG-Logo drauf hat, das Originale halt. Ja, ja. Weil ich gesagt, ist jetzt nicht, weil ich jetzt sage, es muss überall AMG draufstehen, aber es hat man einfach für das Lenkrad als Gesamtpaket Okay. die Spange mit dem AMG-Logo, mit dem geprägten, einfach besser gefallen. Ja, ja, ja.
Und wo ich dann das Glück hatte, dass ich jemanden gekannt habe, dem es nicht gefallen hat. Das ist ein 63er. Ach, der hat den 63er auf ihn inkognito gemacht. Genau, und deswegen habe ich mir dann die Kopfstützen von ihm genommen. Ach, da, die haben das wie beim 63er halt das schöne geprägte AMG-Logo drin. Ah, okay. Das waren so für mich so innen drin die Gimmicks, immer so drin sitzt. Für so, mich das ist siehst auch du so, nur mit Licht, wenn du musst du, genau. Ja, guck weil, mal da, jetzt fällt es mir auch auf. Schön. Das sind so, wenn ich fahre, sehe ich es nicht, aber das ist dann sowas, wenn ich dann so reinsteige und mich dann erstmal so umgucke, anschnalle, dann geht der meistens dann doch mal so der Blick rüber auch zu der besseren Hälfte. Erzähl uns ein bisschen, was dir wichtig war, als du dir den GLC ausgesucht hast, was dein Auto für dich bringt oder andersrum, was musste er haben? Also was er auf jeden Fall haben musste, ist eine Anhängerkupplung. Ah ja. Die musste ist jetzt unbedingt dabei sein, die ist gerade weggeklappt, richtig. Was darf der jetzt ziehen? 2 Tonnen. 2 Tonnen sogar? 2 Tonnen darf er ziehen. Okay. Hatte ich vorher vergessen gehabt, Anhängerkupplung, habe dann meinen Anhänger nur daheim stehen gehabt mit dem Jeep und konnte nicht mehr fahren damit. Das war natürlich ein bisschen blödsinnig und da habe ich gesagt, das muss unbedingt rein. Macht Sinn. Ja. Innenausstattung wollte ich auf jeden Fall das große Assistenzsystem haben. Ja. Und auch MBOX natürlich mit drin, das finde ich eine ganz feine Sache. Hab auch die Burmeisteranlage wollte ich unbedingt haben, dass wolltest man anständig okay. Radio hören kann. Ja. Die kostet bei dem die große 1600 Öcken oder so in der Ecke? Nee, das waren glaube ich um die 1000. Ah ja, okay. Die 1000, also das hielt sich nur in Grenzen. Ich habe mal ausgedruckt, GLC fängt bei 48.000 Euro an, hört bei 145.000 GLC 63 auf. Darf ich fragen, was dein Auto gekostet hat? Der kostet, so wie er da steht, 97.000. Allerdings für diese Variante auch quasi die absolute Vollausstattung. Du hast ja einen GLC 43 gewählt. Jetzt muss ich nachdenken, wenn wir den Herrn 3,0 dabei hätten, der könnte uns die einzelnen SAs deines Fahrzeugs mit verbundenen Augen aufzählen. Was ich mich jetzt gerade wundere, ist, du hast, die Schachtleisten sind schwarz. Ja. AMG Nightline-Paket eigentlich, oder? Eigentlich ja. Das hat Aber mich, du hast eine silberne Dachreling. Das hat mich auch gewundert, weil er hat auch die silbernen oder chromfarbenen Türgriffe. Die Türgriffe drauf. Das hat mich eigentlich auch gewundert, weil auch vorne ist eigentlich eher ist ja auch silbern. Das Silberfarben. Ja, also genau. Eigentlich nicht das Night-Paket. Das konnte mir der Verkäufer, ich habe den dann, auch wenn ich aus Offenbach komme, bei Dortmund gekauft. Okay, ja, siehst du, das ist, ich sage es immer wieder mit der Offenbacher, da muss man vorsichtig genau, sein. Genau, ja. Und er hat mir nur sagen können, das hat ein älterer Herr gefahren, ist auch nicht verschrubbt, weil es ein junger Stern ist. Also das Baujahr 10, 2016. Okay. Und ich habe ihn gekauft im September 2018. Okay, also du bist zum Beispiel einer, der hat sich seinen GLC als jungen Stern gegönnt. Genau. Und du hast ihn dir privat gekauft? Ich habe ihn privat gekauft dann, ganz normal, ja. Ist ja auch spannend. Es gibt Leute, die kaufen sich also ihren Mercedes wirklich privat. Hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Ja. Erzählst du uns, was er gekostet hat oder möchtest du es für dich behalten? Er hatte Listenpreis ab Werk knapp 91.000 mit der Ausstattung. Und ich habe bezahlt nach knapp 1,75 Jahren und 10.000 Kilometern 60.000 glatt. Du hast gekauft die klassischen Mercedes-Tugenden. Motorbau, Getriebebau, komfortables Auto. Ja. Und bei alledem, was sie neu versuchen, bist du nicht so ganz überzeugt. Ja, gelinde gesagt. Darf ich fragen, was dein Auto gekostet hat? Es ist geleased. Okay. Aber der Neupreis wäre so um die 94.000 Euro gewesen. 92, 94, weißt du noch was? Ich auch irgendwie über 90. Alter Verwalter, und du wolltest eine GLC dir konfigurieren vor 62.000. Ja. Da siehst du wieder, wie realitätsfern wir zwei sind. Ja, aber das ist dann, glaube ich, diese Marketing-Mercedes-Falle, dass du doch alles reinpackst. Ja, aber das ist viele Sachen kann man natürlich auch tatsächlich weglassen. Also ich finde jetzt meinetwegen Panoramaschiebedach ganz niedlich und finde es schön, dass der Innenraum heller wird. Aber das könnte man weglassen, zack, 1400 Euro weniger. Dieser ganze High-End-Infotainment-Navigation würde ich weglassen und mit meinem Apple CarPlay das navigieren oder wollen so. Wollen sie aber nicht, du sollst die Mercedes-Welt ja, nutzen. Ja, aber lohnt.
Okay. Obwohl ich ihm zugestehe, ich habe bei dem jetzt gelernt, also mein Command-System, was ich in der C-Klasse hatte, das waren die rausgeschmissensten 3000 Euro meines Lebens. Aber das ist gut. Also wenn das mir sagt, ich soll irgendwo abfahren. Das Navi jetzt an sich. Das Navi, okay. Da ist es gut. Okay. Oder was ich auch ganz fair finde, Burmester für knapp 1000 Euro. Ja, die ist sehr tatsächlich gut. In Ordnung, ja. Die Burmester für 1000 Euro in der A-Klasse ist für den Arsch. Ja. Aber gut, großer Unterschied zu den 7000 dann in der S-Klasse. Ist dein nächstes Auto auch ein GLC? Wirst du dir danach wieder einen GLC leasen? Ein GLC kann ich mir nicht vorstellen, weil der Preis ist einfach nicht gerechtfertigt. Oh. Ich bin bereit, einen Aufpreis zu zahlen. Aber das ist jetzt inzwischen so exorbitant. Ich habe spaßeshalber einen GLA konfiguriert für mich mit Brot und Butter Vierzylinder-Diesel, 220D 4MATIC. Am Ende war mein Konfigurator bei 72.000 Euro, damit ich den Spaß drin hatte, komfortabel und so weiter, was ich gesagt habe. Was glaubst du, wie viel Spaß hätten wir zwei nebeneinander im GLA? Ich habe bis jetzt im GLA noch nicht gesessen. Ja, dann würde ich sagen, müssen wir dieses Gespräch weiterführen, wenn du mal im GLA gesessen hast. Gibt es irgendwas? Ist der so viel enger? Ja, ganz vergessen. Okay. Ursprünglich war ja so meine Idee vom Motor her mehr 350e. Ja. Weil das war zu dem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, auf die Arbeit, Alltag, ist ja gleich mit 50 Kilometer Reichweite angegeben. Ich meine, auf die Arbeit habe ich 17 Kilometer einfach, passt elektrisch. Mhm. Habe ich gemeint, für Langstrecken, Südfrankreich, Urlaub, hätte Benziner gepasst. Mhm. Deswegen habe ich eigentlich so als erster Wahl den 350e gehabt, den gab es halt nicht. Mhm. Und ich muss sagen, aber jetzt den kleinen, weil viele ja immer so sagen, ja, 43er ist kein AMG, weil es halt kein Achtzylinder ist. Da sage ich, wenn man mir das AMG wegnehmen würde, das Kennzeichen. Das wäre dir auch egal. Das wäre mir dann auch egal, so wie er jetzt dasteht. Gab es das schwarze Mercedes-Logo bei deinem schon? Nein, das habe ich austauschen müssen. Ja, genau. Das war auch sowas, wo ich gesagt habe, so blau. Das sind Details. Ja. Also normalerweise hast du das nur beim Daimler-Nerds, die auf solche Kleinigkeiten auch achten. Aber das schwarze Logo kam nach der Modelleinführung des GLC. Von daher spannend. Ja, mein Gott, Ingolf, ich sag mal so, Farbe ist geil. Ja, definitiv. Ich wünsche dir weiterhin eine gute Fahrt mit deinem Auto. Jawohl, dankeschön. Dich findet man auf Instagram, ne? Jawohl. The Damn Wild Raspberry. Wie war das? The Damn Fast Raspberry. The Damn Fast Raspberry. Ja. Raspberry ist eine Himbeere, glaube ich. Ja, ne? Das hat so seinen Spitznamen eigentlich auf Deutsch bekommen, wie er rauskam, als 43er. Ja. Und da hatte die Presse auf einmal gesagt, das sieht aus wie so eine Rennhimbeere. Wer war das? Aus dem Motorsport? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Ich habe da mal einen Bericht gesehen gehabt. Da hatte man auch ein langes Wochenende gehabt zum Testen. Und da hat er das natürlich dann auch so im Wald abgelichtet, so auf dem Feldwegen. Hat gesagt, ist aber ein Blogger am Ende noch. Ja, ja, glaube ich. Scheiße. Und da habe ich gedacht, Rennhimbeere, weil er ist ja, wenn man möchte, sehr flott. Ja. Aber was ich halt auch mag, man kann auch wirklich lange Strecken easy fahren. Relax. Und ich sag mal, vom Benzinverbrauch ist er adäquat. Ja, wenn du ihn nicht ausfringst. Das ist halt so das Schöne, wo ich sage, man kann lange Strecken gemütlich fahren, hat er nicht so einen Dröhnkopf wie beim V8, wo ich auch mal Probe gefahren habe, wo ich aber gleich gesagt habe, naja, so Lärmpegel. Ja, ist sehr aufdringlich, die AMG 8-Zylinder mittlerweile. Also wenn man älter wird, hat man irgendwann so das Gefühl, es könnte auch mal ein bisschen dezenter sein. Ja, und aber in Offenbach da fahre ich mit dem nicht. Natürliche Nummer gewesen. Achso, okay, verstehe ich. In Offenbach fahre ich mit dem nicht. Mit der Ladekante hinten, fühlst du dich beschissen um so 60 Liter Ladevolumen? Nö. Stört dich auch nicht weiter? Nein, das stört mich nicht. Das war mir von vornherein klar. Ich habe es ja gesehen. Und 6 Kasten Bier kriege ich rein. Und da machen die 5 cm jetzt auch nichts. Was machst du am 5. Tag der Woche? Neu losfahren, neu holen. Okay, ja gut, kannst ja elektrisch fahren, musst du nicht so viel. Ja. Thema, du bist also auch mit deinem GLC rundum zufrieden. Ja. Die Ladeposition, manchmal super. Lese. Super, weil ich habe, die Wallbox ist quasi, wäre hier. In der Garage? Ja, und ich habe neben nochmal eine Tür, wo keiner drankommt. Und da kann ich das direkt da hinlegen. Also besser geht nicht. Also für mich ist die Ladeposition super. Ist natürlich, wo es blöd ist, wenn man einkaufen geht, was weiß ich, Aldi, und muss dann rückwärts Richtung diese Ladesäule fahren und dann geht der Mercedes GLC-Fahrer mit seinem 97.000 Euro Eimer zu Aldi? Ja, warum nicht? Wir sehen uns dort.
Ja, gute gerne. Fahrt. Der nächste wäre wahrscheinlich ein Dieselhybrid. Ja? Das muss ich, ja, weil ich bin mit das dem, teuerste mit dem aus zwei Welten. Ja, ich bin mit dem Benzinverbrauch, den er hat, auf der Autobahn nicht einverstanden. Was macht er? Was also hast du denn? Ich kann noch nicht voll ausfahren, weil ich hier Winterreifen drauf habe. So bei 210 darf ich normalerweise fahren. Also ich habe mir auf 215 hochgehabt. Dann schaffe ich das auf 18,5 bis 19 Liter hochzutreten. Ja, klar. Und das ist schon, das finde ich schon herb. Ich finde das sehr viel. Aber du hast einen 2 Liter Vierzylinder Turbomotor da vorne. Ja, du hast damit, ja, aber du hast mit dem Neungang-Automat eigentlich einen guten Partner als Getriebe dran. Aber wenn du den Motor so ausringst, ist er halt das. Dann ist aber der Tank zu klein. Ja. Weil dann müsste ich wirklich nach 300 Kilometer allerspätestens an eine Tankstelle und dann ist das Thema durch. Ja. Ich kenne Mercedes-Ingenieure, die sagen auch, der Durst ist nicht zu groß, der Tank ist zu klein. Genau. So ist es. Ach, wenn wir dabei sind. Ja. Ja. Sowas nervt mich. Weißt du, das ist die Frage, drin hast du einen Mazda stehen. Ja. Der macht eine schöne Front in Wagenfarbe. Ja. Hier ist doch jetzt nichts. Warum kann ich das nicht so designen, dass es schick aussieht in Wagenfarbe? Weil, wenn man weiter weg ist, also ich habe den Designer, ich kann dir sagen, ich Shark habe bei mir... Shark is a predator in the ocean. The Shark is a predator in the ocean. Ich weiß. Ich liebe es. Also ich kann dir aber auch sagen, ich habe in gediegenster Atmosphäre mit Designern von Mercedes-Benz darüber gesprochen. Und die sagen, wenn man weiter weggeht, sieht man das ja nicht, dass das nicht echt ist. Ja, aber... Das ist die Wirkung, Marco. Darum geht's. Ich meine, du siehst das ja hier nebendran am Plug-in Hybrid. Der hat, ich weiß nicht, welche Ausstattungslinie, auf jeden Fall hier nicht das AMG-Line. Der sieht ja komplett gleich viel mehr in Richtung Offroad aus. Der hat ja auch diese Hasenschaden da in dem Kühlergrill doppelt. Du hast sie einfach. Ja. Er hat sie doppelt und hat das unten auch nochmal angesetzt. Ja. Und eben nicht. Du hast dich ja entschieden für einen AMG-Line in der Optik. Und das bedeutet halt einfach, wenn du die Kühlluft nicht brauchst, dann brauchst du sie nicht. Hm. Und für den CW-Wert ist es besser, wenn man sie gar nicht erst durchführt. Der GLC mit Vor-Facelift hier, der AMG, ne, ich meine, der hat ja auch große angedeutete Lufteinlässe, die sind aber auch zu. Ne? Du siehst also, es ist wirklich einfach nur eine Thematik, die was damit zu tun hat, wie das Auto wirkt, wenn du weiter weg bist. Aber ich verstehe deine Kritik. Wie bei vielen Dingen ist es wohl eben Geschmackssache, aber mein Geschmack ist es nicht. Ja, wenn man jetzt die neue S-Klasse sieht, die auch unten drunter so mantaförmig das Maul auf hat, das elegant ist anders. Und ja, ich habe auch lieber, ich bin schon alter Mann, haben wir gesagt, früher die Sleeper-Autos, so ein E500, da musste man der Super-Profi sein, zu erkennen, dass vorne die Kotflügel so ein bisschen mehr ausgestellt waren, aber man wusste es nicht. Und jetzt, jedes Auto macht auch Wunder. Ich finde es nochmal interessant, eure zwei Autos hier nebeneinander, weil was mir jetzt gerade eben erst auffällt, ist mit AMG-Line und Mopf hast du wirklich den kompletten neuen Kühlergrill, der jetzt in C-Klasse, E-Klasse etc. kommt, wo er oben schmäler ist als dann zum letzten Drittel unten. Und wenn du, ist es Avantgarde, ist es Expressive, ist es was auch immer, da geht das dann schon in die Richtung, ne, auch im oberen Drittel breiter als unten. Und die Vormopf haben noch den klassischen gehabt, die klassische Form, möglichst weit oben die Breite und nach unten dann zugehend. Aber ich sehe jetzt auch zum ersten Mal, ich dachte einfach, der Grilleinlass wäre anders, aber ich sehe jetzt zum ersten Mal, dass hier dieser Knick ganz anders ganz ist. Genau, das ist ja das, was ich meine. Ne? Du hast jetzt die AMG-Line auf der Mopf-Variante und dann hast du genau dieses umgedrehte Thematik, den umgedrehten Kühlergrill mittlerweile drin. Ja. Es ist interessant, wie viele Varianten eines Mercedes-Kühlergrills man machen kann, finde ich. In dem GLA 43 ist ja auch noch der Panamericana-Grill drin. Ist auch der wieder ist natürlich ganz, auch sehr schick. Ja, aber das ist auch der klassische Kühlergrill, wie ich ihn mir bei einem Mercedes vorstellen kann. Ne? Schöne, ständig. Ne? Ja. Und klassisch bei Mercedes.
Wer kommt so auf die Idee, die Ikone den Stern wegzulassen, eines Mercedes-Sterns von der Haube zu nehmen? Tja. Das musst du mal Rolls-Royce sagen, ob die ihre Emily da wegnehmen, die fragen. Ja. Rolls-Royce hat keine C-Klasse und so Sachen. Und Rolls-Royce verkauft ihre Autos. Aber ich bin noch groß geworden, dann, oh, wenn ich groß bin, ein Auto, Stern auf der Haube. Ja. Jetzt kriegt man es nicht mehr. Ja, Marco, ich sag danke und gute Fahrt weiterhin mit deinem Autochen. Dankeschön, gerne. Danke dir. Ja, spannend. An der Stelle erst einmal vielen lieben Dank an die alten Säcke, die Autohub schauen und die sich in dem Fall dann auch noch bereit erklärt haben, ihre eigenen Autos mal mitzubringen und vor der Kamera vorzuführen. Ihr habt ja, glaube ich, ein relativ breites Spektrum jetzt erlebt. Alle drei fahren GLC. Alle drei fahren aber völlig unterschiedliche Motoren in ihren Autos. Alle drei haben auch völlig unterschiedliche Ansprüche an ihre Autos, aber alle drei sind gelandet bei einem GLC. Ganz ehrlich, eigentlich müsste ich ja jetzt der Mercedes-Benz-Presseabteilung ins Marketing gehen und sagen, hier, hör mal zu, ich habe einen tollen Werbefilm für euch gedreht, der Mercedes-Benz GLC der Zukunft. One size fits it all. Eine Baureihe für jeden, der ein Auto haben möchte, sich leisten kann. Besser, für jeden, der es sich leisten kann. Das haben wir ja auch gelernt. Keiner der GLC, die zu Gast gekommen sind, sind Brot- und Butterautos, Florian, wie du dir einen GLC konfiguriert hattest, nachdem wir ja vom GLA kamen und haben gesagt, gehen wir doch gleich zum GLC. Ich fand es eine super spannende Geschichte. Ich fand es auch spannend, die Menschen hinten dran kennenzulernen und deren Sichtweise und deren Meinung zu ihren eigenen Autos mal zu hören. Das macht aus diesem Thema Internet-Reviews und Autos so irgendwie mal was zum Anfassen. Hast du noch ein letztes Wort, Flo? Könnten wir fast einführen. Die letzte. Ja, ich glaube, ich muss dann doch noch mal beim GLA gucken. Weil die Extras sind, glaube ich, schon das, was ein Mercedes ausmacht. Und sich einen größeren ohne Extras zu nehmen, ist vielleicht dann doch nicht so cool wie einen kleineren mit mehreren Extras. Da sind wir wieder. Und ich sag dir, mein Gott, der Kleine hat einen quer eingebauten Motor. Gut, jetzt seid ihr dran. Eure Kommentare zu den GLAs, zu den GLCs, zu dem Video. Alles jetzt unter dem Video. Bis zum nächsten. Ja, aber Fakt ist, Hyazinthrot muss es sein. Oder? Distanzscheiben müssen es sein. Hör mal, du kannst dir ja mal hier ein Video von einem Fahrzeug anschauen. Oder da mal ein anderes. Aber du brauchst eine Seite mit Videos von Autos, die zu dir passt. Eine mit Inhalt und Stil. Eine, die informativ ist und auch gute Bilder liefert. Und das ist Autohub. Hör mal, schau mal da rein. Das ist so richtig was nach meinem Geschmack. Und übrigens, der Habi fragt, ob die Zuschauer vielleicht Haare in der Nase haben. Er hat nämlich an einer anderen Stelle auch welche. Die könnte man dann schön zusammenknoten. So, jetzt aber mal im Ernst. Schaut ruhig mal da rein. Bei Autohub.